Jo Leute, und da sind wir wieder zu Civilization 6, Staffel 2, sag ich mal, und dabei ist natürlich wie immer der liebe Frank. Hey Leute! Ja, wir müssen natürlich nochmal ein bisschen was erklären für die, die vielleicht die letzte Folge am Ende nicht gesehen haben. Wir starten in Civilization 6 nochmal einen komplett neuen Durchgang, deswegen nennen wir es auch Staffel 2, aber die Folgenzahl setzen wir nochmal fort, ne? Habe ich mir so gedacht. Und ja, hat sich halt ein bisschen aufgehangen in Indien und jetzt haben wir nochmal Karte riesig, Kontinente und so, also. Und wir nehmen diesmal Amerika, einfach nur wegen amerikanischer Geschichte und so, ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Also war jetzt unsere Idee. Und deswegen... Einfach mal so. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal und das war halt so die Idee. Weil es hat sich wirklich aufgehangen, es hat nicht mehr so wirklich Spaß gemacht in Indien. Deswegen jetzt mit Amerika und ich würde sagen, Spiel starten, oder? Bevor die uns dann noch auf die Pelle gerückt werden. Das hätte keinen Sinn mehr gemacht, so spielerisch und so. Es hätte auch für euch beim Zuschauen dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen probieren wir jetzt nochmal von vorne und vielleicht wird es ja diesmal noch besser. Also 3, 2, 1, Spiel starten. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Mhm. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Perfekt. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Theodore Roosevelt, ihr habt die Bürde, nach vorne zu streben und euer Volk bei seinem großen Abenteuer anzuführen. Nutzt eure militärische Macht, um den Menschen in eurem Heimatland das Versprechen zu erfüllen, auf das sie alle gebaut haben. Natürlich werdet ihr dabei Amerika ins Rampenlicht führen und Besucher aus anderen Ländern anziehen, die euer Werk bewundern wollen. Bravo, Mr. President. So. Spiel starten. Sehr schön. Es sieht praktisch aus wie bei der letzten Runde. Aber egal. Ja. Lassen wir uns mal nicht beeinflussen. Das sieht wirklich so aus. Wir rennen hier mal in alle möglichen Richtungen und suchen mal einen richtig schönen Siedlungsort. Und hier hinten haben wir schon Kupfer gefunden. Wir müssen natürlich auch, dass wir diesmal, auch daran dass denken, dass wir diesmal amerikanische Siedler haben. Ja. Und scheiße, hier unten auch schon ein barbarisches Dorf gefunden. Haben wir überlegt, ob wir die Dinger ausmachen, aber wir dachten, gehört nur mal zum Spiel. Deswegen. Der Spannung halber. Der Spannung halber. Wollen wir nochmal ein bisschen ein Fez drauf zu bängen. So. Es ist natürlich mal die Frage, wo setzen wir unser erstes siedlerisches Dorf hin? Das ist natürlich Kupfer. Aber da brauchen wir wahrscheinlich sowieso noch eine Menge Forschung, bis wir da dann mal hinkommen. Deswegen. Frank ist jetzt übrigens Lifetime dabei. Über Skype Videoübertragung ist jetzt für ihn natürlich nicht gerade das Schönste. Aber besser natürlich als über den Stream, wo dann mal auch ein paar Sekunden, so eine halbe Minute vielleicht auch mal Verzögerung sind. Und was siehst du denn gerade? Der Siedler läuft nach unten. Na, der ist auch ein paar Sekunden Verzögerung. Aber egal, müssen wir mit leben. Hier ist zum Beispiel Marmor, ist natürlich auch schön, ne? Marmor ist sehr gut, ja. Hier oben sind überall Schafe, beziehungsweise Stein hier oben. Ja, ich zieh mal noch ein bisschen hier unten Richtung Südwesten. Und... Aha, hier... Scheint eine interessante Karte zu sein. Oh! Wer ist das denn? Hallo, ich bin Zar Peter. Was hat denn der für eine Sprache gesprochen? Hallo, ich bin Zar Peter, ein kultivierter Oberhaupt. Das ist Russisch, das ist eine Russe. Kultiviertes Oberhaupt. Interessieren wir uns für Kunst? Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundlichkeit in Anspruch zu nehmen. Dann Petersburg haben wir gefunden. Das heißt, sehr interessant, ja. Ach, da rücken die uns doch schon wieder auf die Pelle.
Da drüben aber auch. Was haben wir neben den Siedlern? Was ist das? Wolle? Nee. Neben den Siedlern. Ah nee, das sind doch die Krieger da. Unser Benachbarter. Ach, das sind die Krieger. Staat hat ja. Uns und das ist Marmor. Wenn wir sie beeilen. So. Gut, ich weiche auf jeden Fall mal nach oben aus. Hier unten habe ich ja auch Jakarta. So. Ist, glaube ich, russisches Grund, oder? Unbekannter Spieler hat darauf Einfluss, okay. Also. Na gut, wollen wir uns jetzt nicht einmischen. Ich gehe mal wieder ein Stück nach oben. Oder? Mhm. Ein bisschen nach Norden. Bisschen nach Norden. Ein bisschen ausweichen, Russland. Hier habe ich nicht so viel Lust darauf, so eine unangenehme Begegnung zu haben. Was? Och nö. Oh. Ey, die Karte ist riesig. Wir haben die Karte auf riesig gestellt und trotzdem sitzen wieder alle aufeinander. Ist so. Was soll denn das? Ja, ich bin Königin von Sparta. Oberhaupt der Griechen. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Ach los, Informationen über unsere Städte auszutauschen ist eine großartige Idee. Ach man. Ja, egal was wir machen, wir sitzen uns ineinander. Die Karte sieht ja kleiner aus als die von der letzten Runde. Hier unten in der Ecke. Wir haben doch riesig genommen. Was haben wir letztes Mal gehabt? Wir haben auch riesig genommen. Oder habe ich irgendwie... Vielleicht ist es umgedreht. Vielleicht muss man winzig nehmen, dass es denn groß ist. Und da habe ich aus Versehen klein ausgewählt. Ach so, unfähig bin ich doch jetzt wirklich nicht, oder? Nee, also das war auch riesig. Nee, ich bin mir jetzt ganz ehrlich nicht mehr so sicher. Die andere sah ja auch so aus. Sah die andere am Anfang so aus? Mhm. Weil wir das ja auch noch nicht erforscht haben. Ah, naja, hoffen wir mal. Warte mal, Leute. Tut mir leid, ich muss immer kurz raustappen. Zack, ich muss jetzt hier mal auf Number Safe gehen. Folgen. Ich gehe mal hier auf Folge 1. Wop. Ja, stimmt, die sah am Anfang auch so klein aus. Puh. Ich dachte schon hier, dass hier schon wieder alles schief geht. Mhm. Nee, keine Bange. Kann sein, dass es gerade ein paar Lags gibt hier für YouTube. Ist halt mit der Bildschirmbetreuung ist auch nicht so das Ideale. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich da noch eine Alternative. Weil da kann es ja manchmal zu hoher CPU-Auslastung kommen. Was ich auch nicht verstehe, ich habe ein i7. 6700K. Ich wollte gerade sagen, das dürfte dein Rechner eigentlich nicht interessieren. Ja, aber na, Skype-Bildschirmübertragung haut immer ein bisschen doll rein. Zar Peter, ich habe euch eine Handelsdelegation geschickt, die euch den feinsten Kaviar zum guten Appetit ist uns willkommen. Unsere Hauptstadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet. Wirklich zu schade, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, ja. Gerne. Aber natürlich ist, wir haben gerade nicht mal eine Hauptstadt. Mhm. Ja. Ist tatsächlich gerade ein kleines Problem. Müssen wir dann arbeiten. Wir hätten nicht mal vor verschlossenen Türen stehen können, weil einfach gar keine da sind. Ja, Mann. Da ist schon wieder ein. Naja, schon wieder mal war. Entschuldigung, dich ein bisschen gehen. Es ist spät und ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Aber irgendwie gerade das schlechte Gefühl, dass meine Stimme morgen komplett weg ist. Deswegen haben wir auch heute eigentlich nur aufgenommen. Wegen einer eventuellen... Tja, ja, wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist. Ja, ja. Weil wir hatten ein bisschen Angst, dass ich morgen eventuell platt bin. Und da ich noch ein paar Aufnahmen brauche für die nächsten 2-3 Wochen,
gefühlt. Naja. Mal gucken. Hab heute schon ordentlich aufgenommen, gestern auch schon. Um die Krankheit ein bisschen zu überbrücken, die da eventuell bevorsteht. Aber okay, das ist jetzt nicht das Thema. Ich wollte gerade sagen, das dürfen wir doch nicht verraten. Nee, dürfen wir nicht verraten. Ein Mann wie ich wird doch nicht krank. Bin noch ein kerniger Kerl. So. Bei so jungen Lenzen, da wird man doch nicht krank. So. So, ich muss jetzt echt langsam mal ein Dorf aufbauen. Auch schon wieder hat er uns der Handelsdelegation geschenkt. Ich sag's, sie sind uns willkommen. Hervorragend. Ich will einfach nicht direkt mit denen ein schlechtes Bündnis haben. Deswegen baue ich jetzt auch sofort meine Stadt auf. Hier, nächste Runde steht die Stadt. Vielleicht, ja, ich sag mal, den Standpunkt hier ist zum Kupfer nicht so weit. Wasser scheint noch nicht in der Nähe zu sein. Naja, aber sind ja zwei Flüsse, ja. Alter, das gibt's doch nicht. Was kommt da hinten? Ach. Kumasi oder so. Alter, und die sagen uns, wir haben eine riesige Karte genommen. Wie kommen die da rüber? Achso, da ist kein Wasser. Okay. Oh. Ach Mann, oh Mann. Der läuft da auch bloß rum, um zu gucken, wo die nächste... Die kesseln uns wieder ein. Ja, habe ich gerade auch das Gefühl. Wobei, wir sind ja noch nicht in der Richtung hier so, wo ich jetzt mit den, wo ich jetzt mit den Kriegern mal rübergehe, so in Richtung im Osten, so. Vor allen Dingen, wir haben doch Kontinente genommen und nicht nur eine Riesenfläche. Ja. Also, was macht die denn da? Oh, die sieht ziemlich böse aus. Ist ja auch. Seid ihr wirklich so feige, ein Blutvergießen uns... Seid ihr wirklich so feige, ein Blutvergießen aus dem Wege zu gehen, so leicht nachzugeben? Wo bleibt eure Ehre? Auf Wiedersehen. Was wolltest du sagen? So langsam wird das etwas unheimlich, dass die uns da immer einkesseln. War hier nicht ein empfohlener Siedlungsort eben noch? Aber also wahrscheinlich durch die Stadt Nähe gründen. Durch die Nähe zu der anderen Stadt. Ich habe Washington gegründet. Cool. Ja, die Nähe, ganz ehrlich. Dann ist da halt ein bisschen Nähe. Wollen wir gleich Handwerker machen oder erstmal ein bisschen Krieger? Na, die Handwerker, die halten doch nicht. Ja, dann können wir gleich mal so mehr Wohnraum machen. Ah, los, machen wir gleich Handwerker. Die 10 Runden. Ah, eine Forschung können wir noch wählen. Bergbau, Keramik, See. Ich würde einfach gleich mal auf Bergbau gehen. Danach Tierzucht. Ne, erst Tierzucht. Oder erst Bergbau? Ne, erst Tierzucht. So. Nächste Runde so. Und mir macht mir die Runde jetzt schon mehr Spaß als die andere. Einfach in der Hinsicht, es läuft einfach besser. Ja, und es läuft noch nicht mal gut, ja. Du machst gerade sehr Spaß. Ach. Kommt sehr authentisch rüber, wenn man nebenbei gähnt. Ach Mann. Das war sehr gut. Ein sehr guter Moment. So, ich gehe mal rüber. Hier Orangen, das heißt, ist auch Orangen, gar nicht so weit entfernt. Hier Kupfer. Ja, praktisch haben wir alles in der Nähe, ja. Wenn wir uns weit genug ausbreiten. Können sich gleich einen Kupferkessel klöppeln, das ist ja auch nicht schlecht. Jo. Was will der denn schon wieder? Но вы гнушаетесь наукой и искусством. Отчего же? Wir verzehren uns nach Schönheit und Wissen, aber jedoch interessiert uns Kunst und Wissenschaft nicht. Ach Mann, der ist jetzt schon schlecht drauf. Ist halt ein bisschen enttäuscht, da tut mir ein bisschen leid, aber... Aber der kann doch nicht erwarten, dass wir
jetzt schon uns für Schönheit und Kunst interessieren. Für Kunst und Wissenschaft. Mhm. Wollen die Barbaren was von uns? Ich hab grad ein bisschen Schiss, ja. Ich denke aber... Los, wir hauen mal ab und hoffen mal, dass sie uns nicht angreifen. Vielleicht rennen sie auch einfach nur durch. Mhm. Ja, hauen wir ab. Alter, leck mich. Och. Aducha. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die kämpfen da gerade ein bisschen mit den Barbaren, okay. Alles hängt aufeinander. Ist so. Ich weiß nicht, ob ich das an... Es ist ein unheimlich geiles Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich sowas am Spiel kritisieren soll. Vielleicht machen wir auch irgendwas falsch. Bei den vorherigen Versionen, da hängen die nie so dicht aufeinander. So. Wobei ich. Also, wenn ich neulich, da an Civilization 2 denke, nee, da hängen die. Aber neulich, da bist du rundenlang niemandem begegnet. Civilization 3 aber zum Beispiel, nicht 3, 5, habe ich ja auch exzessiv gespielt. Jetzt vor kurzem, auch mal online. Und da war das eigentlich auch so, da saßen sich alle auf dem Schoß. Ja, bei Civ 2 war das nicht so. Also da, konnte man erstmal schön sein Plätzchen besiedeln. Dorthin kommen, wo die Hunde sind. So, Tierzucht haben wir. Forschung wählen. Jetzt wollten wir Bergbau machen, richtig? Ja. Aber wenn man da jemandem begegnet ist, dann sind die sehr schnell grantig geworden. Naja. Hier kommt jetzt auch gleich Wasser. Ich weiß nicht, irgendwie. Ah, das Kupferfeld haben wir belegt. Sehr schön. Gibt es eigentlich überhaupt noch festgesetzte Stadtfelder? Anscheinend nicht. Nee. So, wir können eine neue Produktion wählen. Da würde ich natürlich sagen, Siedler, wollen wir gleich eine neue Stadt machen? Mhm. Okay, wir müssen vorankommen. Dann haben die auch mehr Respekt vor uns. Und vor allen Dingen können wir dann schneller reagieren, wenn wir angegriffen werden. Naja, aber... Müssen wir jetzt mit klarkommen, dass hier jetzt so viele Städte sind und so. Hm. Ja, wir hoffen mal, dass die diese komischen magentafarbenen sich da nach oben ausbreiten. Richtung Norden und die anderen da auch. Die Zeit. Die Zeit in-game stimmt. Es ist gerade 1:01. Mhm. Das muss ich ausmachen, cool, dass die Zeit da stimmt. Scheiße. Scheiße, das ist mir unangenehm, dass es da steht. Kann man das ausblenden? Na, ich hoffe doch. Stehen ja nur Nachtzeiten. Scheiße, nee, geht nicht. Nicht? Mhm. Nee. Wo ist ein Balken drüber? Nee, einen Balken hau ich da nicht rüber. versauen tue ich mir's nicht.